Es ist wieder Donnerstag, zwei Tage vor dem Heimspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Ich begrüße Sie, begrüße euch recht herzlich hier zur obligatorischen Pressekonferenz. Heute mit Pierre-Dominique Becken und unserem Cheftrainer Sven Köhler. Sven, wir haben Osnabrück hinter uns gebracht. Wie hast du im Nachhinein das Spiel mit den Jungs und der Mannschaft ausgewertet? Ja, brauchen wir ja nicht drum herum reden. Wir hatten uns das sicher ein bisschen anders vorgestellt. Haben das Spiel relativ schnell aus der Hand gegeben durch die frühen Tore, wo wir, sagen wir mal, nicht gut verteidigt haben in der Gesamtheit, nie aggressiv genug waren. Und sagen wir mal, dann ja nach 35 Minuten aussichtslos zurücklagen, das Spiel dort dann ja definitiv verloren war. Das haben wir, sagen wir mal, in der Form auch ausgewertet, dass es jeder weiß. Haben versucht, die Dinge in dieser Woche im Training besser zu machen und wollen natürlich gegen Unterhaching eher an diese Leistung anknüpfen, die wir vorher in diesen Spielen auch gezeigt haben. Ja. Für dich persönlich, wie gehst du mit so einer Niederlage um, zumal du ja relativ kurzfristig dann noch reingerutscht bist ins Team, dann steht es noch 14 Minuten 0-2, dann noch 35, dann hat es gesagt 0-3. Gibst du da selber eine Schuld, grübelst du dann in dich rein, verkriechst du dich oder wertest du das mit deinen Kollegen aus? Wie ist da dein... Verkriechen ist ja... das Falsche, was man dann machen kann, aber na klar, denkt man darüber nach. Denkt über die einzelnen Szenen selber nochmal nach, aber wir haben es dann auch als Mannschaft ausgewertet und ja, sind da ziemlich früh unter die Räder gekommen ein bisschen und da haben uns da trotzdem, wir wussten, dass die raufgehen von Anfang an ein bisschen überraschen lassen und ja, am Ende guckt man sich das dann nochmal an, was man hätte besser machen können und denkt nochmal drüber nach, aber man kann dann darunter nicht zusammenbrechen. Ist das jetzt für Samstag unter Haching ein Gegner, der punktemäßig auch wieder fast auf Augenhöhe steht, nicht allzu glücklich von Ergebnissen in der letzten Zeit gespielt hat, mit dem eigenen Hinterkopf 0-3, ist es dann Motivation, dann hier zu Hause spielen zu können, vor einer guten Kulisse, die ihn wieder ein bisschen vielleicht pusht? Klar, wir wollen das natürlich wieder so schnell wie möglich wieder wegmachen und wieder gut machen. Und ich denke mal, es ist unsere Aufgabe, dass wir diesmal den Part von Osnabrück übernehmen und aggressiv und giftig sind, und damit wir den jungen Spielern, die ja in Unterhaching auch spielen, gleich zeigen, wer der Herr im Haus ist und dann, ja, dass wir diesmal die Tore machen. Sven, wir haben das Personal. Problem, fünfte gelbe Karte an die Gurgia gesperrt. Ich habe mich unter der Woche mit Björn Ziegenbein unterhalten. Er sagt, eigentlich ist er nicht zu ersetzen. Wir werden deswegen nicht mit 10 Leuten antreten, nur weil Andi gesperrt ist. Wie kannst du dieses Personal hier? Na, ich denke, dass man über eine gesamte Saison gesehen einen Spieler wie Andi Gokia sicher braucht und auch nicht ersetzen kann, aber für ein Spiel, denke ich, sind wir auch in der Lage zu zeigen, dass es auch mal ohne Andi geht. Wohl wissend, dass gerade seine individuellen Aktionen, dort mal was Besonderes zu machen, schon in den einzelnen Spielen auch entscheidende Situationen sein können. Aber es ist natürlich auch immer Motivation für die anderen. Ich denke, dass wir in der Gesamtheit dort in der Breite schon ein bisschen besser jetzt aufgestellt sind, dass, sagen wir mal, wir ja, oder ich als Trainer in der Lage war, auch mal einen Spieler wie Timo Voreholm auch mal nicht beginnen zu lassen. Das ist sicher der Vorteil und deshalb glaube ich schon, dass wir das schaffen, für dieses eine Spiel in Andi Gokia dort, sagen wir mal, versuchen so zu spielen, dass es nun die ganze Saison auffällt, dass er fehlt. Ich denke, das muss auch eine Mannschaft in der Lage sein, punktuell mal zu zeigen. Wie gesagt, langfristig ist er schon ein Spieler, wo jeder gesehen hat, dass er sehr, sehr wichtig für die Truppe ist und auch an dem
sag mal, guten Dingen, die wir zuletzt auch erreicht haben, mit dran beteiligt war. Aber es geht ja dann nicht darum, das wird immer mal so sein, dass einer fehlt oder dass auch mal einer ein bisschen schwächer ist. Und dann ist es immer wieder, habe ich auch schon tausendmal gesagt, wirklich auch die Chance für jemand anders, eben dann auch mal in diese Bresche zu springen. Und natürlich hoffe ich auch, dass es den einen oder anderen gibt, der dann eben sagt, na gut, wenn Andi nicht dabei ist, vielleicht habe ich sogar die Chance, mehr Verantwortung zu übernehmen, mehr in diesen Part auch reinzurutschen. Also das Pech des einen ist auch immer die Chance des anderen. Und natürlich wird es darauf ankommen, wie in anderen Spielen auch, dass wir als Mannschaft in der Lage sind, hier zu Hause gegen eine sehr gute Unterhachinger Mannschaft, die ist ähnlich wie eine zweite Mannschaft, die gut ausgebildete Fußballer hat, wenn man sie lässt, guten Fußball spielen können, das eben besser zu machen als in Osnabrück. Ihre Fragen bitte kurz im Handzeichen, damit Frank auf das Mikro hinreichen kann. Ja, da bleiben wir gleich beim Thema, und zwar die Sperre von Gogia. Wie aus Ihrer Sicht wird jetzt das ersetzt? Weil man könnte sagen, okay, wir lassen die Mannschaft, das Gefüge so, lassen das System so, ersetzen Gogia 1:1 durch einen Spieler. Oder es kann ja auch sein, dass man sagt, wir bringen jetzt Furuholm und verändern dann das System. Haben Sie sich da schon festgelegt? Nee, habe ich mich noch nicht festgelegt. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ groß, dass wir von den Spielern sagen, Gogia ist gesperrt, Furuholm rückt rein. Wie es dann auf dem Platz aussieht, da ist die letzte Entscheidung noch nie gefallen. Und es ist ja auch noch ein Tag Training. Kann man sich ja auch mal raus aus der Mannschaft trainieren. Das gibt es ja auch. Also deshalb, nee, oft passiert das nicht, aber es ist alles möglich. Deshalb will ich 2 Tage vor dem Spiel nicht sagen, definitiv so ist es oder so ist es nicht. Ganz neuer Begriff, ja. Habe ich auch das erste Mal angewandt. Raus rotiert gibt es auch. Ich hätte mal noch eine Frage an Pierre. Pierre, du hast vorhin gesagt, ihr habt euch als Mannschaft nochmal auch dieses Spiel angesehen, Videostudium, denke ich mal, um auf die Fehler zu gucken. Wie ist das, wenn man sowas dann im Nachhinein nochmal sieht? Ich will das jetzt nicht schlechter reden, als es war, aber ich sage jetzt mal, man sieht jetzt sein eigenes Versagen. Also ich meine jetzt nicht dein persönliches, sondern das der Mannschaft. Tut das dann nochmal richtig weh, wenn man das sieht und sagt, oh Gott, das sah ja noch schlimmer aus, als ich mir dachte? Oder ist das vielleicht so eine Motivation, dass man sagt, ey, ich habe hier so einen Kack gespielt, das will ich beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, wie die Gefühle bei dir waren. Klar, wenn man das nochmal sieht, denkt man zuerst, was haben wir da für einen Scheiß gemacht so im Prinzip. Aber gerade das ist ja das Wichtige, dass man dann, wenn man es gesehen hat, wirklich sagt, jetzt gucke ich nach vorne und machen wir das nächste Mal besser zusammen. Bekommt denn der Defensivverbund von letzter Woche die Chance, das besser zu machen in diesem Spiel? Oder? Auch das ist offen. Es kann sein, dass wir so beginnen. Es kann auch sein, dass sagen wir mal, wir dort den einen oder anderen Wechsel wieder vornehmen. Weil ja auch vorhin zu Beginn die Frage jetzt hier an Pierre kam. Ich denke, wir sind in der Summe ein bisschen breiter aufgestellt, haben auch mit Christian Coyola, denke ich, hat ja auch nicht jede Woche geschrien, wie blind wir sind. So, jetzt haben wir eben das Spiel verloren. Das hätten wir auch mit den anderen beiden verlieren können. Deshalb ist die Möglichkeit da, dass wir eine Veränderung machen, dass wir es wieder zurückdrehen, dass wir auch beide wieder beginnen lassen. Da sind alle Varianten möglich. Gesundheitsstand Robert Schick, ist er wieder im Kader oder dauert es noch? Nein, Robert Schick ist nicht im Kader. Es ist so, er macht eine Art Teiltraining bei uns mit, bestimmte Sachen, aber ich denke, das dauert schon noch 14 Tage oder vielleicht auch 3 Wochen, weil man schon irgendwo merkt, dass er dort auch noch so ein bisschen so ein Kraftdefizit hat, gerade wenn man jetzt mal in Richtung Antritte oder Sprünge. So, und da muss er sich auch erstmal wieder die Sicherheit holen, und da fehlt noch ein bisschen was, sodass das, sagen wir mal, auch noch eine Weile dauern wird. Also ich sage halt mal, eine Weile sind, denke ich, 14 Tage auf jeden Fall. Ja, aber wenn das so laut, keine Ahnung, ich will mich nie reinhängen. Bitte jetzt nicht anfängst zu telefonieren.
Aber das gibt bei den neuen Telefonen, kann man auch das Vibrieren ausmachen. Auch noch? Das geht auch. Weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche am Samstag uns allen sportlichen Erfolg. Und die beiden Herren stehen selbstverständlich für individuelle Interviews noch so.